Hi Leute, hier ist Jonas von Mr. Bologna RC TV und heute mache ich mal wieder ein Video nach langer Zeit und dieses Mal geht es über den F22 oder das, die, keine Ahnung wie man das jetzt genau sagt, F22 von Flightest. Der genaue Name ist FT22, wie natürlich jedes Modell von unseren Freunden in den Staaten. So, also erstmal, so wie immer in meinen Videos, technischen Überblick, Kontrollflächen, Motor, Regler, solche Sachen. Das ist ein Emax GF2010. Der hat 1534 kW, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich blende das hier mal dann kurz ein. Geflogen wird hier mit einem APC-Propeller, das ist ein Slow Flyer, der Durchmesser beträgt 9 Zoll und der Pitch ist glaube ich 3,8. Ja, ist APC-Simprop, bisschen überteuert wie immer, aber da das ja ein Pusher ist, sollte das eigentlich nicht so oft kaputt gehen, weil man ja eigentlich, wie soll man den auf den Boden kriegen, also läuft. Das nächste wäre dann der Regler. Im unteren Abschnitt des Flugzeuges befindet sich dann der Empfänger und der Regler. Der Regler ist ein Hobby King 20 Ampere Gerät. Der kostet 6 Euro meines Wissens nach, wenn das nicht die Preise getauscht haben. Und ist extrem gut. Also für den Preis kann ich nur empfehlen. Also ich habe den jetzt schon seit einem Jahr. Und der ist schon oft im Einsatz gewesen, in den ganz anderen Pushern und so. Und bis jetzt schlägt er sich wirklich gut. Nebendran hier, dann befindet sich gleich das gelbe Dings da, ist der Empfänger, 2,4 GHz, DSM-2 Orange AX. Auch auf Hobby King, auch so, keine Ahnung, 5, 6 Euro. Also wirklich alles ziemlich günstig. Und dann kommen jetzt die Servos. Die Servos sind von Tower Pro oder wie man das auch immer nennen will. Ist eigentlich egal, von welcher Marke ihr die blauen Servos hier kauft. 9 Gramm, also wenn sie 9 Gramm sind, ist es alles das gleiche. Also alle, die so aussehen, sind vom gleichen Hersteller, nur halt andere Marken. Und hier würde ich euch auch empfehlen, geht zu Hobby King und bestellt sie euch einfach da. Da bekommt man die von Turnigy, TG9i heißen die, für 1,60 Euro das Stück. Und auf eBay kosten dann gleich mal 5, 12 Euro und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Ich habe noch vergessen zu sagen, was ich für Lipos benutze. Das ist hier einmal ein Turnigy Nanotech 850 mAh 3S Lipo. Ziemlich leicht, kompakt, perfekt für das Flugzeug direkt hier rein. Dann ist es gut ausbalanciert. Zweite Variante ist hier der 1000 mAh CP Akku. Der geht auch noch, ist aber dann schon ein bisschen, wie der Amerikaner sagen würde, nose heavy. Ja, also muss man ein bisschen hinten drin, dass er dann auch schön fliegt. Ja, und jetzt kommt noch so generelle Flugeigenschaften. Also zu fliegen ist wirklich ein Traum. Wir haben es so gemacht, Lukas und ich sind an unsere Flugstelle gegangen, also ziemlich weiter Platz, kann man super gut fliegen. Und normalerweise bin ich von meinen ersten Flügen ein kleines bisschen nervös, weil ich nicht weiß, wie sich das Flugzeug verhält. Habe ich alles richtig eingestellt und dann stürze ich auch mal gern ab, aber er wirft und ich konnte sofort übernehmen. Also ich musste fast keine Einstellung machen, nur ein bisschen Servos. Und dann war das einfach zu fliegen. Also ich bin es ja gewohnt, Flugzeuge mit Ailerons zu fliegen. Das war dann für mich eigentlich kein Problem. Und da Lukas ja immer gern mal bei mir mich, wenn ich fliege, nerve. Also er spielt mir da immer an der Fernsteuerung rum, dass ich fast abstürze. Das habe ich dann irgendwann genervt. Er will unbedingt fliegen lernen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle mir ein Trainerkabel und haben wir Trainerflüge gemacht. Und Lukas ist ja der totale Anfänger, hat noch überhaupt keine Flugerfahrung und er war in der Lage, das Flugzeug locker mindestens 4-5 Minuten in der Luft zu halten, ohne in eine Situation zu kommen, in der ich übernehmen müsste. Das ist, also da sieht man schon wirklich, dass es wirklich ein ziemlich gutes Anfängerflugzeug ist. Also für den richtigen Anfänger kann ich nur das hier empfehlen oder Nutball oder die ganzen simple Modelle von Flightest. Also FT22, Nutball, FT Flyer, Delta, diese ganzen Geschichten. Wie jetzt zum
Also es hat man dann bei meinem Bruder auch gemerkt, wie er dann mit den anderen Flugzeugen umgeht. Wir hatten dann noch einmal FPV3 im Gebrauch und da hatte er schon ein bisschen mehr Probleme, es zu steuern. Es verhält sich auch ganz anders, ist nicht so gutmütig. Und mit der F-35 hat er dann auch relativ viel Probleme, verhält sich ganz anders, ist relativ träge, langsamer. Da hat er hier der Kleine hier viel mehr Power, der geht senkrecht und die F-35 ist so richtig träge. Also wie so eine richtig träge Masse in der Luft, bewegt sich sehr langsam, ist nicht besonders akrobatisch, kann man natürlich alles ändern, aber für den Anfänger ist die F-22 gut. Habt ihr noch nie geflogen? Wollt kein Flugzeug kaufen, wollt euch eins selber bauen, ist die F-22 das Modell für euch. Baut es das? Super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.